Matthias Schoder, das letzte Training in der Litternala für dich nach 6 Jahren EAC Visp. Was hast du da so für Gefühle? Ja, es ist natürlich schon speziell jetzt, muss ich sagen. Jetzt, wo es langsam näher kommt, wo die Saison am Ende zugeht. Ja, es sind natürlich viele schöne Erinnerungen gewesen, auch mit der Mannschaft und so. Da ist mir das gar nicht so richtig bewusst, eigentlich, dass es jetzt wirklich fertig ist. Aber ich freue mich vor allem auch auf den neuen Anfang jetzt. Ja. Das ist nicht nur das Ende bei mir HC Visp, sondern auch das Ende als Goalie-Karriere. Warum hörst du auf? Das ist noch schwierig zu sagen. Es war so ein bisschen Familienentscheid. Wir haben uns im Sommer sind wir zusammengehockt und haben das lange eigentlich diskutiert. Und wir haben eigentlich uns dazu entschlossen, dass wir zurückgehen. Wieder in die alte Heimat und ja, dass auch Großeltern auch Kind wieder ein bisschen mehr sehen und das ist eigentlich von Anfang an unser Entscheid gewesen und darum habe ich müssen sagen, ist das eigentlich ein guter Entscheid für mich. Aber 34-jährig ist eigentlich noch kein Alter für einen guten Goalie. Ja, das stimmt, das ist schon so, also es wäre sicher möglich gewesen, jetzt noch ein paar Jahre spielen. Aber ich habe jetzt auch aufgrund von meiner Verletzung jetzt dieses Jahr habe ich jetzt müssen merken, das ist auch vom Körper her die richtige Entscheidung gewesen. Die letzte Saison bei mir hat sich ein bisschen schwierige Saison für dich gewesen. Ja, eben wie gesagt aufgrund von der Verletzungen ist natürlich schade gewesen und halt auch wie wir abgeschlossen haben, ist es natürlich nicht immer einfach gewesen, auch das irgendwie von der Tribüne zu verfolgen. Playoffs waren eigentlich mehr oder weniger versöhnlich gewesen. Wir haben wirklich gute Playoffs gespielt, aber es wäre sicher viel mehr reingelegen dieses Jahr. Ja. Also die Saison zum Abschluss nicht gerade ganz erfreulich, aber du hast natürlich auch sehr schöne Zeit erlebt. Über 300 Spiele mit dem EAC Visp. Was bleibt dir da so am meisten in Erinnerung? Ja, das ist natürlich vor allem der Meistertitel. Das ist klar, das ist wirklich wunderschön gewesen. Aber wir haben auch sonst wirklich viele schöne Sachen erlebt mit dem Cup-Spiel, das wir hier haben dürfen spielen, vorausverkauftem Haus. Und ja, es ist überall halt speziell, wo man war, oder? Und das bleibt einem wirklich vor allem die guten Sachen. Ja. Es ist nicht nur ein Abschied von mir zu Visp, sondern auch ein Abschied auch aus dem Oberwallis. Du hast da etwas vermissen? Ja, natürlich. Wir haben viele Sachen, die wir erlebt haben mit der Familie, mit den Kindern, die wir natürlich werden vermissen. Wir haben auch Freunde da kennengelernt, die uns nachher werden fehlen. Das ist klar, aber das ist halt einfach, das ist etwas, wo wir uns bewusst gewesen sind. Und das sind halt einfach, ist Teil vom Leben auch, ja. Aber dem Hockeysport bleibt der Matthias Schoder erhalten? Ja, also ich werde jetzt Trainer beim EAC Winterthur und ich möchte gerne etwas den Jungen auch weitergeben, die ich hier lernen und profitieren in meiner Karriere. Ja. Matthias Schoder, besten Dank und alles Gute für die Zukunft und besten Dank für deine Einsätze hier beim EAC Visp. Merci vielmals, danke.